So, hier mein exklusives, super cooles Unboxing-Video von meiner Tastatur. Sie ist nur leider schon angeboxt. Yeah. Und so. Hey Freunde, ja, ich bin's hier, der Blackie, und ich habe heute mal ein ganz anderes Video, nämlich ein Unboxing. Und von welchem Gegenstand, von welchem technischen, geilen Ding ich das Unboxing mache, zeige ich euch jetzt. So, wir sehen, es ist die Limited Edition der Halo 4 Xbox 360 Slim mit einer 320 GB Festplatte. Und ja, die möchte ich jetzt mit euch unboxen. Ich habe das Video schon mal angefangen, aber da waren schlechte Lichtverhältnisse. Jetzt ist es besser. Und ab und zu werde ich auch mal auf die Digicam gucken, um zu schauen, ob alles schön aufs Bild kommt. So, gucken wir uns mal die Hülle ganz genau an. Ja, vorne ein sehr schönes Cover von Halo 4. Dasselbe Cover ist auch auf dem Spiel, auf der Spielverpackung direkt drauf. So, hier haben wir nochmal die Xbox, wie sie aussieht. Sieht auch richtig edel aus, schön mit blauem Leuchten und so weiter. So, dann drehen wir nochmal ein Stück. Hier haben wir nochmal die Teile, die da drin sind, nochmal ein bisschen im Großformat, sieht doch auch echt cool aus. Und hier haben wir nochmal eine Beschreibung zu den ganzen Komponenten. Hier haben wir die Xbox, die zwei Controller, das Spiel und das schwarze Headset, was dabei mitgeliefert ist. So, legen wir es mal ab und machen uns ans Auspacken. So, das ist natürlich, da ich es schon einmal gefilmt habe, ist es natürlich alles schon teilweise offen. So, es hat wieder, ja, es hat sozusagen zwei Fächer. Mal gucken. Ganz oben haben wir das Halo 4 Spiel, Leute. Ja, was steht hier? Nicht für Einzelverkauf. Ja, packen wir das mal erstmal zur Seite. So, dann würde ich sagen, hole ich erstmal das ganze obere Fach raus, wenn ich das irgendwie so weit hinkriege, ja, das ist gut so. So, alles klar, was haben wir denn hier alles drin? Ja, sieht vielversprechend aus. Hier haben wir die beiden Controller. Ich hatte, ja, ich werde einfach mal einen direkt mal auspacken, so. Wir müssen uns ja dieses geile Design angucken. So. Oh, und Leute, das sieht doch echt edel aus, oder? Wenn man sich den so ansieht. Man kann, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, man kann reinsehen, also ins Innenleben des Controllers. Und ja, das Design ist echt stylisch. Fühlt sich auch gut an, sehr neu. Die Controller haben, also die Joysticks haben noch schön Grip. Ja, alles scheint zu funktionieren, das ist geil. So, ich möchte mal gucken, da sind nämlich auch noch zwei Batterien drin. So, die möchte ich mal gleich reinmachen. Ich möchte nämlich noch, dass wir alle mal sehen, wie toll es blau leuchtet. So, knack. Und dann lassen wir mal blinken. Junge, was ist los hier? Oh, das ist ja wieder perfekt. Habe ich die eine Batterie aus Versehen falsch rum reingesteckt. So, und boah, das ist doch geil, Leute. So ein richtig cooles blaues Licht. Ja, das hat schon Style, wenn man von der Xbox nur grünes Licht gewohnt ist. So, das packen wir erstmal zur Seite. Was haben wir hier? Hier haben wir noch den AV-Kabel, Verbindungsanschlussadapter, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Hier sind einige Anleitungen wohl. Hier irgendwie so ein Xbox 360, was ist das eigentlich? Hatte ich auch bei der alten dabei. Ja, irgendwelche Anleitungen. Da hier nochmal eine Bedienungsanleitung und was ist das? Important Information, Leute. Da hier im Very Important, ja. Keine Ahnung, ob man das jetzt so gut lesen konnte. Ist ja auch nicht weiter wichtig. So, hier drunter haben wir dann noch das, hier sind die Batterien vom anderen Controller, die hatte ich hier, glaube ich, reingepackt. Hier ist noch ein Kabelanschluss für das Netzteil. Hier ist das Netzteil allgemein. Ja, die hat, die Xbox hat einen etwas anderen Anschluss, also die Slim, als die normale. So, und dann haben wir da noch das AV-Kabel drin. Ein Komponentenkabel ist nicht mitgeliefert. Also bei einigen alten Xbox-Versionen war es ja so, dass noch ein Komponentenanschluss an dem AV-Kabel dran war. Sehr praktisch, habe ich auch noch. Und das Kabel kann man auch für die Slim verwenden. Also kann ich das meiner alten Xbox schön gechillt verwenden für die neue. So, hier haben wir noch das schwarze Headset. Sehr stylisch. Ich werde es mir aber erstmal wegpacken, da ich noch eins habe. Ne? Ist ja logisch.
immer schön sparend. So, jetzt packen wir das ganze Plastikzeug mal hier zur Seite und kommt zum unteren Teil und das stellt dann nur die Xbox dar. So, mal rausgezogen. Und ich packe die gleich mal aus hier. Schön ganz leicht ausgewickelt. So. Und weg da mit dem Zeug hier. So. Was haben wir denn hier, Leute? Also, wir haben hier schön die Xbox. Ich glaube, ich nehme mal so lange die Cam in die Hand. Und ja, man sieht, sie ist sehr stylisch. Hat ein sehr schönes Design. Man kann auch hier teils ins Innenleben gucken. Ja, so ein bisschen an den Lüfter kann man rangucken. Ich habe ja noch nie eine Slim gehabt. Daher weiß ich auch nicht, wie die so aussieht. Ob das normal ist, dass man da halt so halb reingucken kann. Auf jeden Fall sehr stylisch und gerade diese schönen Halo-Verzierungen sind toll. Und ja, sie ist auch kein bisschen schwer. Also leicht ist sie auf jeden Fall. Mal gucken, was haben wir hier hinten noch. Ja, hier haben wir noch drei USB-Anschlüsse. Dann das hier, keine Ahnung was das ist. Hier ist der Netzanschluss, ein HDMI-Anschluss, der normale von den Komponenten bzw. AV-Kabel. Hier unten haben wir dann noch den Netzteilanschluss. Und nicht zu vergessen, hier vorne haben wir auch noch zwei USB-Ports hinter dieser schönen Luke. Ja, ein cooles, zwei coole Specials hat diese Xbox noch. Nämlich leuchtet sie halt auch blau. Und sie macht Soundeffekte, wenn man auf den Power- und Eject-Button drückt. Und das wollen wir uns jetzt auch noch reinziehen, Leute. Also, bis gleich, wenn die Xbox aufgestellt ist. So, Freunde, hier haben wir die Xbox jetzt aufgestellt. Ist noch nicht ganz so perfekt, wie es sein soll. Man sieht sie neben der normalen Xbox. Sie ist also nicht viel kleiner, aber auf jeden Fall kleiner und viel leichter. Und, dahinter... Da habe ich jetzt noch die Wii gerade so ein bisschen hingeschoben. Ich werde mir das alles noch zurecht machen. Ist jetzt eigentlich nur, dass ich euch mal schnell zeige, wie die Soundeffekte sind. Was ich noch sagen muss, was ich vergessen habe, in dem vorderen Teil zu sagen, diese Xbox hat natürlich auch integrierten WLAN. Und so braucht man nicht diesen Adapter, der da als Antenne hinter der normalen Xbox hervorragt. So, wollen wir uns mal diese guten Soundeffekte jetzt anhören. Also ja, auf dem Power- und Eject-Button gibt es dann, wie gesagt, extra Soundeffekte. Einfach mal anhören. Sehr cool. Und wie sieht's aus mit dem Eject-Button? Sehr geil. Cool, Mann. So, dann können wir die wieder ausmachen. Zack. Hey, du sollst ausgehen. So. Gutes Xbox-Ding, ne? Ja, Leute. Ich werde auf jeden Fall viel Spaß damit haben und falls ihr auch diese Version der Xbox habt, wünsche ich euch auch viel Spaß damit, ne? Es ist die aktuell neueste Slim momentan und deswegen ist sie auch technisch ganz gut. Sie ist sehr ruhig, im Gegensatz zur alten Xbox. Ja, wenn ich die einmal rattert das Netzteil los wie eine Kettensäge. Man muss aber auch bedenken, dass meine Xbox schon einige Jahre alt ist und etwas auf dem Buckel hat. So, also ich freue mich sehr, gerade wegen der 320 GB Festplatte und ich bin einfach mal gespannt, wie die Xbox so abgeht, ne? Also dann, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, das Unboxing-Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns in meinen nächsten Videos, vielleicht irgendwann mal wieder in einem Unboxing, aber sonst in den Let's Play-Videos wie gehabt. Also bis dann, Leute, ciao!